Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video schauen wir uns jetzt an, was an Customizing nötig ist, um den Kanban-Prozess, den ich Ihnen in einem vorherigen Video vorgestellt habe, in SAP S/4HANA durchzuführen. Die Basis ist natürlich wieder unser GBI-System und ich werde Ihnen jetzt zeigen, was an Customizing-Einstellungen gemacht werden muss und auch welche Stammdaten angelegt oder verändert werden müssen, damit dieser Prozess funktioniert, wie dargestellt. Zusätzlich werde ich noch für eines der Materialien, das bis jetzt noch nicht über Kanban zur Produktion gebracht wird, auch entsprechend in Kanban-Regelkreis konfigurieren, sodass man auch an der Stelle einmal sieht, wie das Ganze funktioniert. Also lassen Sie uns starten. Zum Start schauen wir uns nochmal diese Grafik an, die schematisch darstellt, wie das Werk in Heidelberg aufgebaut ist und insbesondere Kanban bei dem Werk in Heidelberg. Wir sehen hier zum einen, es gibt so einen zusätzlichen Lagerort, der KB00. Außerdem gibt es den Produktionsversorgungsbereich. Das sind zwei Organisationsdaten, die wir einrichten müssen. Was hier nicht gezeigt ist, sind zwei weitere Organisationsdaten, die wir zusätzlich auch noch brauchen. Das eine ist nämlich den Dispositionsbereich. Über den können später eingeschränkt werden, für welche Materialien eben keine Disposition erfolgt, weil sie über Kanban beschafft werden. Und das Zweite, was wir hier auch nicht sehen, das ist das Customizing der Kanban-Strategie. Die Kanban-Strategie legt eben fest, was genau hier eigentlich passiert mit in so einem Kanban-Regelkreis, welche Funktionalitäten verfügbar sind. Okay, fangen wir an. Als erstes müssen wir den zusätzlichen Lagerort anlegen. Ich wechsle dazu jetzt einfach ins Customizing. In der Transaktion S-Pro, hier über die Web-GUI dargestellt. Den Lagerort findet man unter Unternehmensstruktur. In der Definition Materialwirtschaft und dort Lagerort pflegen. Es geht um das Werk in Heidelberg. Und hier wurde jetzt einfach ein zusätzlicher Lagerort angelegt, nämlich der Lagerort KB00, den ich Kanban Supply genannt habe, für das Werk in Heidelberg. Mehr müssen wir hier eigentlich nicht tun. Damit ist nun ein zusätzlicher Lagerort für das Werk Heidelberg verfügbar. Das Customizing zu Kanban finden wir unter dem Punkt Produktion. Unterhalb von Produktion gibt es Kanban. Dort gibt es die üblichen Customizing-Einstellungen. Da können wir Nummernkreise festlegen für Regelkreise und so weiter. Das meiste davon kann einfach bleiben, wie es ist in der Standardauslieferung für das Beispiel, das ich Ihnen gezeigt habe. Ich habe folgende Dinge angepasst. Ich habe die Nachschubstrategie festgelegt. Und zwar in dem Prozessbeispiel, das ich gezeigt habe, haben wir immer eine Umlagerung verwendet, um die Kanban-Behälter zu füllen. Also hier wurde eine Umlagerungsstrategie angelegt, nämlich genau diese hier, die für das Werk in Heidelberg festlegt, dass mit Umlagerung, mit Reservierung gearbeitet werden soll. Das Ganze wird hier durch die Steuerungsart festgelegt. Man kann die Bewegungsart definieren, die verwendet wird, und noch weitere Parameter. Das Customizing, das ich hier angelegt habe, ist einfach eine Kopie eines der Standard-Nachschubstrategien, nämlich genau eine Kopie dieser hier. Das ist die Nachschubstrategie, die in dem aktuellen Kanban-Regelkreis verwendet wird. Weiteres Customizing ist für das Kanban erstmal nicht notwendig. Was jetzt noch fehlt, ist der Produktionsversorgungsbereich, also das hier. Das Customizing für den Produktionsversorgungsbereich ist relativ versteckt. Das findet sich unter Logistic Execution, Lagerverwaltung, Schnittstellen. Dort gibt es die Produktion definieren und dort gibt es den Produktionsversorgungsbereich. Für Heidelberg habe ich hier einfach einen zusätzlichen Produktionsversorgungsbereich definiert, der sich Kanban HD nennt.
Dem ist ein Lagerort zugeordnet. Das ist der zuvor angelegte Lagerort KB00. Und es gibt einen Verantwortlichen, das ist hier einfach der 000, der MRP-Controller für Heidelberg. Damit gibt es jetzt auch den Produktionsversorgungsbereich. Das Letzte, was jetzt noch fehlt, ist der Dispositionsbereich. Den findet man unterhalb der Materialwirtschaft. Dort gibt es die verbrauchsgesteuerte Disposition. In der verbrauchsgesteuerten Disposition gibt es die Stammdaten und hier gibt es die Dispositionsbereiche. Und man kann hier Dispositionsbereiche für Waage und Lagerorte definieren. Der Dispositionsbereich für Kanban in Heidelberg ist dieser hier, der neu angelegt wurde. Und dieser Dispositionsbereich heißt einfach HD00, KB für Kanban, findet sich in dem Werk in Heidelberg und auch hier ist wieder der entsprechende Lagerort zugeordnet. Damit ist jetzt alles angelegt, was im Customizing notwendig ist. Und wir können im nächsten Schritt diese Daten verwenden, um die notwendigen Stammdaten anzupassen und anzulegen. Das erste, was ich jetzt tun werde, ist das Anlegen oder Anpassen der Produktstammdaten. Ich habe mir hierfür wieder so eine kleine Variante hinterlegt. Hier finde ich alle Produkte des Laufrades für das Touringbike, das ich als Beispiel verwende. Ich habe diese Produkte alle schon angepasst, deshalb schauen wir uns jetzt einfach die notwendigen Anpassungen mal anhand der Imbusschraube an. Die Anpassungen sind alle im Werk in Heidelberg erfolgt. Und wenn wir in das Werk in Heidelberg gehen, dann sind folgende Änderungen an den Stammdaten erfolgt. Zuerst die Dispositionsdaten. Ja. Dispositionsdatum wurde hier das Dispositionsmerkmal auf Bestellpunktdisposition geändert. Ich habe außerdem einen anderen Disponenten hinterlegt. Das habe ich nur deshalb getan, damit ich in der App Materialdeckung verwalten, nur diese Materialien sehe, mit denen ich gerade arbeite. Wenn ich manuelle Bestellpunktsdisposition auswähle, muss ich einen Meldebestand angeben, der ist hier auf 300 gesetzt. Und außerdem habe ich hier noch eine feste Losgröße von 1000 hinterlegt. Im Bereich Beschaffung hat sich nichts verändert. Es gibt nur eine kleine Änderung, nämlich der Produktlagerort wurde auf Kanban Supply, also KB00, geändert. Das ist der Lagerort, bei dem später bei der retrograden Entnahme, also wenn wir die Rückmeldung zum Fertigungsauftrag buchen, die Reduktion des Bestandes erfolgt, wo der Warenausgang entsprechend gebucht wird. Ganz wichtige Änderung, dass das Ganze funktioniert. Wir haben dieses Material dem Dispositionsbereich Kanban zugeordnet. Den finden wir hier in den Dispositionsbereichen, zugeordnet dem HD00KB, Dispositionsbereich für Kanban. Und auf Basis dieses Dispositionsbereichs ist halt festgelegt, dass dieses Material nicht disponiert wird. Nur Materialien, die nicht disponiert werden, können Teil von einem Kanban-Prozess werden. Wenn man ein anderes Dispositionsmerkmal auswählt, dann kann ich das Material nicht in einem Kanban-Regelkreis verwenden. Details darüber, welche Dispositionsmerkmale hier möglich sind, findet man in der Dokumentation, die werde ich zum Video verlinken. Alle anderen Werte hier sind Standardwerte, ja, da ist nichts mehr groß hinterlegt. Wichtig ist nur, dass das Material einem Dispositionsbereich zugeordnet ist und in diesem Dispositionsbereich keine Disposition erfolgt. Und die letzte Änderung am Material betrifft die Lagerorte. Natürlich muss der Lagerort KB00 auch diesem Material zugeordnet sein, sonst könnte dieses Material nicht in dem Lagerort gelagert werden und später das Umbuchen würde zum Beispiel entsprechend nicht funktionieren. Also, mit diesen Änderungen ist das Material jetzt entsprechend angepasst und diese Änderungen habe ich für alle Materialien durchgeführt. Also man wird auch sehen, zum Beispiel hier bei dem Reifen, wenn wir da aufs Werk gehen, Heidelberg, dann sieht das genauso aus, dass auch hier eine manuelle Bestellpunktdisposition hinterlegt ist, dass auch hier
ein Dispositionsbereich hinterlegt ist und auch hier der entsprechende Lagerort. Somit sind die Materialien jetzt vorbereitet, um Teil von so einem Kanban-Prozess zu werden, also um die Produktion über Kanban zu versorgen. Was jetzt noch fehlt, ist die Definition der Kanban-Regelkreise. Das erfolgt in der App Kanban-Regelkreise verwalten. Wir suchen jetzt mal die existierenden Regelkreise, die es hier gibt. Ja, wir sehen, es gibt hier 5 Regelkreise für die verschiedenen Materialien im Werk Heidelberg. Und wenn wir uns zum Beispiel mal den Regelkreis BOLT für das Material BOLT 1000 anschauen, dann sehen wir, dass über den Regelkreis zum Beispiel definiert ist, wie viel Behälter es gibt, nämlich 2, was die Menge des Kanban-Behälters ist, nämlich 100, und welche Strategie für die Beschaffung der Materialien verwendet wird, hier nämlich Umlagerung mit Reservierung aus dem Lagerraw-Materials. Das ist genau das, was wir in dem ersten Video zu Kanban auch gesehen haben, dass in dem Moment, wo ein Kanban-Behälter leer ist, eine Reservierung für die entsprechende Menge im Lagerort Raw Materials erfolgt. Und die Regelkreise für die anderen Produkten sehen genau ähnlich aus. Und die Definition der Kanban-Regelkreise, das ist genau das, was wir hier auch in der Kanban-Tafel sehen. Ja? Hier sehen wir jetzt genau, welche Regelkreise es gibt, wie viele Behälter und welche Status diese Behälter haben. Um zu zeigen, wie das Ganze zusammenspielt, werde ich jetzt als nächstes das noch fehlende Material, nämlich die Felge, das Alurad, auch in den Kanban-Prozess aufnehmen. Um das zu tun, beginnen wir damit, dass wir das Material entsprechend anpassen. Ich gehe zu den Produktstammdaten verwalten. Suche mir hier wieder die Produkte, die ich für die Demo verwende. Und eben das Rad, also die Felge, soll jetzt angepasst werden. Prozessual ist die Idee jetzt in diesem Fall, dass das vielleicht eine sehr teure, hochwertige Felge ist. Die will ich nicht vorhalten, nicht in meinem eigenen Lager, sondern die soll direkt bei einem Lieferanten beschafft werden. Also etwas anderer Kanban-Prozess. Nicht Kanban mit meinem eigenen Lager. Die Kanban-Container werden im eigenen Lager befüllt, sondern wenn ein Kanban-Container leer ist, soll die notwendige Menge von einem Lieferanten beschafft werden. Passen wir das Produkt jetzt entsprechend an. Dafür müssen wir auf das Werk in Heidelberg gehen, die entsprechenden Änderungen vornehmen. Jetzt bin ich aus Versehen in den Bewertungskreis navigiert. Gehen wir nochmal zu den Werken, auf die Dispositionsdaten. Wir wollen das Material jetzt von dem Lieferanten beschaffen, immer dann, wenn einer der Kanban-Container leer ist. Deshalb setzen wir hier als erstes das Dispositionsmerkmal auf keine Disposition. Die rechtlichen Werte lassen wir, wie sie sind. Die haben jetzt eh keine Auswirkung mehr. Wir müssen noch einen Dispositionsbereich anlegen. Das ist zwingend notwendig. Oder zuordnen. Auch das ist der Dispositionsbereich HD Kanban. Und auch hier führen wir keine Disposition durch. Jetzt müssen wir den Lagerort noch entsprechend anpassen. Wir fügen hier jetzt auch den Lagerort Kanban hinzu. Und damit sind die notwendigen Änderungen für dieses Material TRWH, also die Felge, erfolgt. Damit das Material jetzt in der Kanban-Tafel verfügbar ist, müssen wir noch den entsprechenden Kanban-Regelkreis anlegen. Und wir müssen jetzt hier einen neuen Regelkreis hinzufügen. Deshalb gehen wir hier auf den Bearbeitungsmodus und fügen einen neuen Regelkreis hinzu. Das Material, um das es hier geht, ist das TRWR 1000, WH, nicht WR. Der Produktionsversorgungsbereich ist Kanban HD. Der Regelkreis soll gleich freigegeben werden, den wollen wir gleich verwenden.
Was wir jetzt noch definieren müssen, ist die Anzahl der Behälter. Auch in diesem Fall sagen wir, dass vielleicht 4 Behälter notwendig sind und dass jeder dieser Behälter 25 Stück dieser Felgen enthalten soll. Als Nachschubstrategie wählen wir jetzt die Fremdbeschaffung, nicht die Umlagerung und hier eine Abwicklung mit Bestellungen. Ja. Auch diese Strategie habe ich entsprechend im Customizing eingerichtet. Schauen wir uns das nochmal an. Im Bereich Produktion unter Kanban gibt es die Nachschubstrategien und wir haben hier die Fremdbeschaffungsstrategie. Auch hier habe ich eine existierende kopiert, nämlich auf die Steuerungsart Abwicklung mit Bestellung. Was ich da noch tun muss, ich muss bei einer Fremdbeschaffung noch festlegen, welche Einkaufsorganisation hierfür verantwortlich ist. Das ist Global Bike in Germany. Und was der entsprechende Lieferant ist, von dem das beschafft werden soll. Ich suche mir jetzt einen meiner Lieferanten. Das könnte Flat Tire and More sein zum Beispiel. Und das ist alles das, was ich hinterlegen muss. Damit kann ich den Regelkreis sichern. Man erkennt jetzt hier, dass ich eine Warnung bekomme, nämlich für den Lieferanten und dieses Material gibt es keinen Einkaufsinfosatz. Deshalb wird das nicht funktionieren. Also muss ich noch einen Einkaufsinfosatz entsprechend anlegen, bevor ich diesen Lieferanten verwenden kann. Das mache ich einfach mal in einem parallelen Fenster. Infosätze verwalten verwenden wir hierfür. Wir legen einen neuen Einkaufsinfosatz an. Normal, der Lieferant war dieser hier. Flat Tire & More in Mannheim. Das Material ist das TRWH 1000. Einkaufsorganisation ist DE00. Einkäufergruppe ist Europe. Lieferzeit in Tagen und Normalbestellmenge setzen wir einfach auf Werte 1. Da müssen wir noch Konditionen anlegen. Die Felge soll jetzt 25 Euro kosten. Und damit haben wir jetzt den notwendigen Einkaufsinfosatz. So, versuchen wir jetzt den Regelkreis entsprechend nochmal anzulegen für das Material. Produktionsversorgungsbereich bleibt wie gegeben. Einkaufsorganisation ist DE. Der Lieferant ist folgender. Weitere Daten müssen wir hier nicht mehr pflegen. Jetzt können wir den Regelkreis speichern. Und damit haben wir jetzt, wenn wir auf die Kanban-Tafel gehen, einen neuen Regelkreis, nämlich der für das Aluminiumrad. Somit können wir jetzt das Aluminiumrad auch beschaffen. Ich setze jetzt hier mal einen dieser Container auf leer. Ja, der Container ist jetzt im Status Rot und wir sehen direkt, dass es hier eine Bestellposition gibt, nämlich eine entsprechende Bestellung bei unserem Lieferanten über die notwendigen Felgen. Was wir jetzt tun können, ist dazu einen Wareneingang buchen. Bevor wir das durchführen, schauen wir uns nochmal den Bestand des Einzelmaterials an. Das war das TRWH 1000. Wir sehen, zu diesem Material gibt es schon eine gewisse Menge im Lagerort Raw Materials. Allerdings für die Kanban-Versorgung ist der Lagerort Kanban Supply zuständig. Deshalb werden wir jetzt als nächstes einen Wareneingang zu dieser Bestellung buchen.
Wareneingang zum Einkaufsbeleg buchen. Das ist der Einkaufsbeleg. Sie sehen hier die entsprechende Position. Auch der Lagerort Kanban Supply ist vorbelegt. Und wir können den Wareneingang buchen. Das Ganze wird durch den Materialbeleg natürlich dokumentiert. Und das Ergebnis ist nun, wenn wir zurückgehen zu unserem Kanban-Tafel, dass der entsprechende Container jetzt voll ist und grün. Also, wir sehen jetzt, dass wir zwei Kanban-Varianten haben, nämlich zum einen für diese Materialien, die aus dem Lager befüllt werden. Ja, die Kanban-Container kommen zum Lager, werden aus dem Lager befüllt und wir haben jetzt einen zusätzlichen Kanban mit Fremdbeschaffung. Hier wird der Kanban-Container nicht aus dem Lager befüllt, sondern es erfolgt eine Bestellung beim Lieferanten und nach einem Wareneingang ist dann das Material im Kanban-Container verfügbar. Was man hier auch sieht, im Container sieht man zum Beispiel den letzten Materialbeleg, der dafür verantwortlich war, dass dieser Container sich geändert hat. Auch hier können wir uns jetzt zum Beispiel mal den Belegfluss anschauen und sehen eben, dass dieser Container durch einen Wareneingang zu einer Bestellung befüllt wurde. So, damit haben wir jetzt unseren Kanban-Prozess. Ja, wir können Container auf leer setzen und diese entsprechend beschaffen. Ja, für jeden Container, den ich hier auf leer setze, wird eben eine entsprechende Bestellung angelegt oder eine Reservierung im Lager, wenn ich einen dieser Container hier oben auf leer setze. Wir können also die Produktion über Kanban besorgen und die Materialien entweder direkt aus dem Lager, das ist hier oben der Fall für diese Materialien, oder von einem von unseren Lieferanten besorgen. Was jetzt noch fehlt, ist die Durchführung des Produktionsprozesses, rein auf Kanban basiert. In dem Beispiel, das ich im vorherigen Video gezeigt habe, war dieses Material und dieses Material noch nicht über Kanban der Produktion zur Verfügung gestellt. Da wurde noch ein Warenausgang gebucht. Damit das jetzt funktioniert, damit diese retrograde Entnahme auch für diesen Teil, für dieses Rohstoff funktioniert, müssen wir noch die Stammdaten anpassen. Um festzulegen für ein Material, das eine retrograde Entnahme erfolgt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann das für ein Material generell festlegen. Diese Variante habe ich nicht gewählt. Man kann das zum Beispiel auch im Arbeitsplan festlegen. Also, schauen wir uns hier den Arbeitsplan für das Produkt, das hergestellt werden soll, an. Das ist das TRBA 1000. Und dort die Zuordnung der Komponenten. Und in der Komponentenzuordnung, da gibt es hier den Haken für die retrograde Entnahme. Man sieht schon, dass der für fast alle Rohstoffe gesetzt ist, außer für das TRWH, das ich gerade erst zu so einem Produkt, das über Kanban der Produktion zur Verfügung gestellt wird, konfiguriert habe. Und hier setzen wir jetzt auch den Haken für die retrograde Entnahme. Wenn wir die Stückliste jetzt sichern, dann ist alles Notwendige in den Stammdaten angelegt, um jetzt das ganze Laufrad für das Touring Bike produzieren zu können und die Materialien rein über Kanban zur Verfügung zu stellen. Machen wir das jetzt auch gleich mal. Hierzu lege ich wieder einen Fertigungsauftrag an. Der Fertigungsauftrag soll für das Material TRWA 1000 sein im Werk in Heidelberg. Die Auftragsart ist die Standardauftragsart und es soll eine Menge von 10 Stück jetzt produziert werden, das Ganze zum heutigen Tagesdatum. Und wir können den Auftrag sichern. Der Auftrag hat die Nummer 10221. So, als nächstes überprüfen wir jetzt, ob unsere Änderungen gegriffen haben. Auch für diese Felge sollte jetzt der Warenausgang durch eine retrograde Entnahme gebucht werden. Das heißt, wenn wir versuchen würden, einen Warenausgang zu diesem Fertigungsauftrag zu buchen, dann sollte da keine Materialien auftauchen. Also gehen wir zur Warenbewegung buchen. Den Auftrag, den wir gerade angelegt haben, war die 10221. Ja, und man erkennt jetzt hier, dass es für diesen Fertigungsauftrag tatsächlich keine wählbaren Positionen gibt. Wenn wir uns den Fertigungsauftrag anschauen,
Fertigungsaufträge bearbeiten. Dann werden wir aber erkennen, ja, dass es für den Auftrag noch, dass der nur im Status freigegeben ist, da ist noch nichts passiert. Was wir jetzt für diesen Auftrag tun können, wir können eine Rückmeldung erfassen. Funktionsdurchführung, Rückmeldung zum Fertigungsauftrag erfassen. Das ist die Endrückmeldung und wenn wir die sichern, werden wir wieder erkennen, dass eben auch die Warenbewegungen durchgeführt wurden und dass jetzt eben eine weitere Warenbewegung, eine sechste, erfolgt ist. Verifizieren wir das Ganze jetzt auch im Belegfluss. Belegfluss anzeigen. Zu einem Produktionsauftrag. Sehen wir jetzt eben, dass es einen Warenausgang gibt, der durch die Rückmeldung zum Fertigungsauftrag angelegt wurde. Wenn wir uns diesen Beleg ansehen, werden wir erkennen, dass der jetzt 6 Positionen enthält, unter anderem auch das Aluminiumrad, das jetzt auch retrograd entnommen wurde. Also man sieht, das Ganze hat schon geklappt. Es gab nur jetzt noch einen kleinen Fehler. Wir sehen hier an dieser Stelle, ist das Material jetzt aus dem Lagerort Raw Materials entnommen worden. Das ist eigentlich nicht richtig. Ja? Es sollte wie bei allen anderen aus dem Lagerort Kanban Supply entnommen werden. Der Grund hierfür ist, dass ich eine Änderung an Stammdatum des Materials vergessen habe. Die können wir jetzt noch einmal durchführen, um zu verifizieren, dass das dann auch wirklich richtig funktioniert. Ändern wir nochmal das Material. Und zwar, also wir müssen dieses Material nochmal anpassen, insbesondere nehme ich die Dispositionsdaten. Das machen wir jetzt einmal schnell. Gehen zu dem Werk in Heidelberg. Dort auf die Dispositionsdaten. Wir müssen hier insbesondere den Produktlagerort anpassen. Das sollte KB00 sein. Das Ganze übernehmen und sichern. Dann würde der nächste Fertigungsauftrag jetzt auch korrekt aus dem Lagerort für das Kanban die entsprechenden Materialien entnehmen. Testen wir das Ganze einmal und zwar Fertigungsauftrag anlegen, wieder für das gleiche Material. Entsprechend 10 Stück zum heutigen Tagesdatum. Das ist jetzt der Auftrag 1003x2. Um sicherzustellen, dass das jetzt auch richtig funktioniert, schauen wir uns einmal den Materialbestand für den entsprechenden Rohstoff an. TRWH 1000. Hier sehen wir jetzt in Heidelberg die 25 Stück Kanban. Ja, und das ist quasi der alte Bestand, den wir auch noch haben. Klassisch im Lager könnte man Warenausgang buchen, wenn es zum Beispiel eine andere Stückliste gäbe, wo nicht über eine retrograde Entnahme gearbeitet wird. Dann erfassen wir jetzt mal die Rückmeldung zu dem Fertigungsauftrag, der gerade angelegt wurde. Das ist eine Endrückmeldung, sichern das Ganze. Auch hier sind jetzt wieder die 6 Warenbewegungen erfolgt. Und wenn wir den Bestand jetzt einmal aktualisieren, dann erkennt man genau hier, dass jetzt wir nur noch eine Menge von 15 haben. Also die retrograde Entnahme ist aus der korrekten Lagerort erfolgt. Das Ganze stellen wir aber auch einmal noch sicher, indem wir uns den Belegfluss zu diesem Auftrag anzeigen. Das war die 1003x2. Belegart ist der Produktionsauftrag. Und wenn wir hier den Materialbeleg uns ansehen, sehen wir, dass in der Tat jetzt die Materialien korrekt entnommen wurden. Und wie das auch bisher war, ist das natürlich auch weiterhin so, dass das Buchen des Warenausgangs, die retrograde Warenentnahme,
keinen Einfluss auf die Kanban-Behälter hat. Ja? Die Kanban-Behälter, wirklich der physische Warenbestand, ist ein unabhängiger Prozess von dem logischen Warenbestand, den das ERP-System verwaltet. Also, wir sehen hier jetzt keine Änderung bei dem Aluminiumrad. Nach wie vor ist der Container grün und enthält eine Menge, 25 Stück. Irgendwann ist der Container leer, der Status wird hier auf rot gesetzt und dann erfolgt die entsprechende Beschaffung. Damit sind wir jetzt einmal durch den kompletten Kanban-Prozess durch, sowohl operatives Handling des Prozesses als auch einmal, wie man den Kanban-Prozess einrichtet, was an Customizing und Stammdaten notwendig ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.